Servus, liebe Hörspielfreunde, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem brandneuen Kanal. Ja, Hörspielkritik, mein neuer Kanal, der Kanal für alle Hörspielfreunde, für alle Leute, die gerne Hörspiele hören, für alle Leute, die Fans von irgendwelchen Hörspielserien sind. Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Also ich höre sehr gerne Hörspiele, schon seit ich sehr klein bin. Angefangen hat das Ganze eigentlich, wo ich mir jetzt richtig erinnern kann, damals mit TKKG, die drei Fragezeichen. Obwohl ich nicht in den 80ern geboren war, habe ich trotzdem diese Hörspiele sehr gerne gehört. Also ich habe die 80er nicht miterlebt, aber trotzdem habe ich die 80er Jahre Hörspiele geliebt als Kind. Und auch heute mag ich sie sehr gerne auf jeden Fall. Aber ich höre natürlich auch neuere Hörspiele, auch neuere TKKG, neuere drei Fragezeichen. John Sinclair war ja damals auch noch in den 80ern. Larry Brand gibt's aber auch wieder neue, höre ich auch. Geisterschocker, Gruselkabinett, Deep Sea Akten, Jack Slaughter und unzählige weitere Hörspielserien, die ich schon gehört habe. Natürlich auch sowas wie Knight Rider oder A-Team oder Airwolf. Sowas habe ich auch gehört und ja, bin auf jeden Fall ein riesengroßer Hörspielfan. Ich denke mal, ihr seid auch Hörspielfans, wenn ihr auf dieses Video hier geklickt habt. Und ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist das für ein Kanal? Auf diesem Kanal wird es Hörspielkritiken geben. Ich werde nicht zu allen Hörspielen Kritiken verfassen, die ich höre. Das schaffe ich einfach nicht, weil ich zu viele Hörspiele höre. Aber zu denen, die ich mir auf CD kaufe zum Beispiel, ich kaufe mir nicht mehr so viel auf CD, weil ich eben diese App habe, gratis Hörspiele, da kann man Hörspiele legal gratis hören. Audible habe ich nicht, werde ich mir vielleicht mal irgendwann holen. Aber zu so Hörspielen, die ich mir noch auf CD kaufe, verfasse ich nach und nach Kritiken. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon riesig, aber vielleicht auch mal zu Hörspielen, die ich eben nicht auf CD habe, die ich einfach mal so höre. Und wenn ich Hörspiele richtig gut finde, werde ich auch dazu eine Kritik verfassen. Wird auf jeden Fall cool. Wenn ihr Hörspielfans seid, lasst auf jeden Fall gerne mal ein Abo da. Heute Abend um 19 Uhr kommt auch schon mein erstes Kritikvideo. Zu welchem Hörspiel, das seht ihr heute Abend. Ich würde einfach mal sagen, lasst ein Like da, wenn euch dieser Kanal gefällt. Lasst ein Abo da, wenn euch dieser Kanal gefällt. Und haut mir eure absolute Lieblingshörspielserie in die Kommentare. Dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens heute Abend um 19 Uhr bei einer ersten oder bei der ersten Ausgabe von Hörspielkritik. Bis heute Abend, Freunde. Macht's gut und ciao!